russische Partisanengruppen haben eine Offensive gegen das Putin-Regime auf russischem Territorium gestartet. Wer sind die Russen, die sich trauen, gegen Putin zu kämpfen? Und stehen sie in Verbindung mit der ukrainischen Armee? Das erfahrt ihr in diesem Ukraine-Update. Die erste Gruppe der Partisanen, die Legion der Freiheit Russlands, verfügt über einige hundert Kämpfer. Die anderen beiden Gruppen, das russische Freiwilligenkorps und der sibirische Bataillon, haben gemeinsam etwa die gleiche Anzahl von Soldaten. Die Einheiten bestehen aus russischen Bürgern. Unter ihnen sind auch ehemalige russische Soldaten, die zur ukrainischen Seite übergelaufen sind. Offiziell sind sie nicht in das ukrainische Militärsystem eingebunden. Die Ukraine betont, dass alle Einheiten ausschließlich russische Staatsbürger umfassen und keine westlichen Waffen benutzen. Es ist jedoch klar, dass sie nicht auf eigene Faust handeln, sondern sich mit dem ukrainischen Kommando abstimmen. In ihren Telegram-Kanälen berichten die russischen Partisanen auch davon, dass sie an Kämpfen gegen die russische Armee an der ukrainischen Front teilnehmen. Das ist nicht der erste Überfall von Partisanen in russischem Gebiet. Bei vorherigen Versuchen griffen sie die Grenzbezirke der Region Belgorod an, also Dörfer an der russisch-ukrainischen Grenze. Nun griffen die Partisanen auch in der Region Kursk an. Wir kämpfen in Tjotkina. Wir sind am Leben, wir sind müde, aber wir sind da. Ruhm für die Ukraine, Freiheit für Russland. Es ist unwahrscheinlich, dass die Militäroperationen der Partisanen eine permanente Kontrolle über russische Orte ermöglichen werden. Das Hauptziel ist politisch. Sie wollen zeigen, dass es russische Bürger gibt, die bereit sind, Putins Regime mit der Waffe in der Hand zu bekämpfen. Wir kommen, um euch von Armut und Angst zu befreien, von der Diktatur des terroristischen Putin-Regimes, welches die Macht an sich gerissen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.